Ja, ich durfte Michael 2018, glaube ich, das erste Mal, oder 19, genau, das erste Mal kennenlernen. 2019, da war unser jüngster Levi, war kurz, oder war schon auf der Welt, noch ganz klein. Und ich hatte ein Tuch vorne dran und bin Michael begegnet und er fragte mich, na, wie heißt denn der kleine, wie heißt denn der Hosenscheißer? Und ich sagte ihm Levi und er sagt, na, und der Kleine? Das war meine erste Begegnung mit Michael. Ich werde das nie vergessen, aber es war eine so gelöste und so schöne Begegnung mit dir. Und ich durfte ihn jetzt schon mehrmals treffen. Ich durfte mit ihm, ja, zum dritten Mal jetzt, dass du zu uns kommst, zuerst in meine alten Gemeinde, jetzt hier. Und ich habe ihn kennengelernt als einen Mann, er liebt jeden, egal wer vor ihm steht. Ob es der reiche Banker ist oder ob es der Mann im Gefängnis ist oder ob es der Bettler ist, wie du es gestern gesagt hast, der schon lange kein Wasser mehr gesehen hat. Und du liebst sie einfach und da bist du mir ein großes Vorbild. Und auch über seine Ängste, über seine Verluste, über das Negative in seinem Leben zu sprechen. Du hättest sehr viel Positives zu berichten, was du alles getan hast. Du hast Muhammad Ali beschützt, du hast den Papst beschützt, du hast so viele Prominente. Den Papst hat die Schweizer Garde beschützt. Den Papst. Du hast es organisiert. Ich war dabei. Die Schweiz. Genau, die Schweiz. Wer hat es erfunden? Und ja, du hättest so viel Positives zu berichten, aber du berichtest, was dir nicht gelungen ist und wie Gott dich trotzdem in diesem unterstützt hat. Und da bin ich gespannt, was du uns heute erzählen möchtest. Darum gebe ich jetzt die Bühne frei für dich und wünsche dir viel Segen. Vielen Dank. Also habe ich ein eigenes, oder? So, vielen Dank. Ohne Brille sehe ich besser aus. Ich hatte schon in der ersten Klasse eine Brille und dann habe ich aber gedacht, dann kriege ich vielleicht keine Freundin, dann habe ich die Brille wieder abgenommen. Ja. So, also erstmal vielen Dank für die Einladung, für deine lieben Worte und auch Yolanda, dir, wo bist du? Ich sehe dich, ach, da bist du, genau. Es ist Freiheit, über seine Angst sprechen zu können und keine Angst mehr zu haben, über seine Angst zu sprechen. Du sagst, du hast Ängste in dir drin, ja, stehst aber vor der ganzen Bande hier, ja. So viel Angst kann es gar nicht sein, oder? Weil sonst würdest du hier nicht stehen, oder? Ja. Das finde ich toll, ja. Schön. Und ein Mann hat mir mal gesagt, ich kann nicht über Gefühle sprechen, sei, du machst es doch eben. Ja, wie herrlich, ja. Da stand der Titel der Predigt, ich bin kein Prediger, gell? Ich bin nur Michael, der Jesus lieb hat. Ich bin kein Prediger. Und die haben halt gesagt, ich soll etwas erzählen, dann mache ich das halt, ja. Und die Tatsache, dass ich in Gemeinden oder wo auch immer sprechen darf, bedeutet nicht, dass mein Leben in Ordnung ist. Ich wurde eingeladen und habe die Einladung angenommen, das ist alles. Aber ich habe auch noch jede Menge Baustellen. Der Titel des Vortrags sollte heißen, kein Herz aus Stahl, aber ich würde da noch einen Übertitel machen, und zwar die Macht der Versöhnung. Die Macht der Versöhnung. Und dazu möchte ich dieses Kreuz hier nehmen. Das habe ich vor 7, 8 Jahren entwickeln lassen, weil ich habe mir gedacht, dass in meinem Leben habe ich 4 Arten der Vergebung erleben dürfen. Die Vergebung Gottes, wenn er mir vergeben hat, dann wäre es nicht schlecht, wenn ich mir auch selber vergebe. Aber da hat mir mal ein Profi-Christ gesagt, das wäre theologisch nicht richtig, sich selber zu vergeben. Dem habe ich auch wieder gesagt, ich bin so froh, dass ich von Theologie keine Ahnung habe. Ja. Aber ich habe mir nur gedacht, wenn der Herr mir meinen Rucksack abnimmt, warum soll ich mir das Päckchen wieder aufschnallen? Das möchte ich nicht. Und deshalb kann ich nicht immer, aber doch immer wieder auch mit Freude in den Tag hineingehen, weil bei all dem, was ich in meinem Leben falsch gemacht habe, was ich in meiner ersten Ehe falsch gemacht habe, was ich bei meinem Sohn falsch gemacht habe, der dieses Jahr 30 wird, all die Liebe, die ich ihm nie brachte, die wichtigsten Dinge habe ich gar nicht mit ihm gemacht. Das Baumhaus bauen, den Drachen steigen lassen, die Floßfahrt machen, klettern, all diese Dinge habe ich gar nicht gemacht. Das sind übrigens die größten Sehnsüchte von Jungs mit ihren Vätern. Das sind die einfachsten Dinge. Im Grunde ihres Herzens wollen sie gar nicht vor dem Computer sitzen. Sie wollen Zeit mit ihrem ersten Helden verbringen.
Väter sind die ersten Helden ihrer Kinder. Wahrscheinlich sind wir deshalb so getrieben und haben keine Zeit mehr, müssen Erfolg haben. Irgendjemand treibt uns, damit wir nicht mehr da sind. Und doch ändert es nichts daran, dass wir die ersten Helden unserer Kinder sind. All diese Dinge habe ich nicht gemacht und eigentlich müsste ich jeden Morgen aufstehen und in den Spiegel spucken, wenn ich mich sehe. Aber zum Glück hat Gott mir vergeben. Und ich kann jeden Tag neu beginnen. Die dritte Art der Vergebung: vergib jedem Menschen, der dir wehgetan hat. Und ich weiß nicht, was du in deinem Leben alles durch hast. Vielleicht denkst du jetzt, wie kann er sowas sagen? Vergeben bedeutet nicht etwas gutheißen. Vergeben bedeutet nicht einverstanden sein. Vergebung bedeutet nicht, den anderen in die Freiheit zu entlassen, sondern dich selber. Und dann kommt die vierte Form der Vergebung. Um Vergebung bitten. Denn wenn du dem anderen vergibst, damit sagst du auch gleichzeitig, du bist schuld an allem. Damit treibst du Menschen weg. Ich bitte dich um Vergebung. Und falls es Freunde in deinem Umfeld gibt, hauptsächlich christliche Freunde, wir Christen neigen manchmal dazu, ein bisschen Druck aufzubauen und sagen, du musst vergeben. Ich bin kein Theologe, kein Psychologe. Ich kann nur mit meinem Leben sprechen. Ja? Ich weiß auch nicht, ob ich recht habe. Ich sage das sehr nur aus meinem Herzen raus. Aber ich glaube nicht, dass wir vergeben müssen. Wir sollten. Das ist das Schöne an der Liebe. Sie übt keinen Druck aus. Nur in einem habe ich in der Bibel gelesen, du musst. Und es steht in Jeremia, Vers 2, Vers 19, du musst Jammer und Herzensleid erfahren, den Herrn, deinen Gott, zu verlassen und nicht mehr zu fürchten. Aber ich habe nie gelesen, du musst vergeben. Das habe ich nie gelesen. So arbeiten wir uns an diesem Kreuz entlang, das dann irgendwann mal 5 Jahre in der Schublade lag, weil niemand wusste, wie wir die Kreuze herstellen. Bis sich meine Mama vor 3 Jahren nach 45 Jahren mit ihrem Bruder versöhnt hat. Nach 45 Jahren. Und wir kamen ins Gespräch und er hat mir erzählt, dass er eine eigene Firma hat. Also, toll, super. Komm, ich mache eine kleine Betriebsführung. Und da hat er mir eine Maschine gezeigt, die ganz neu ist, die noch keinen einzigen Auftrag verarbeitet hat. Was macht die Maschine? Sagt er, irgendwie so 3D-Laser-Holzdingensdrucker. Da sage ich, dann könnte ich da also irgendwas eingeben, zum Beispiel dieses Kreuz, und das druckt es dann aus. Sagte, jawohl, das war der erste Auftrag. Einer meiner Onkels hat dieses Kreuz der Versöhnung produziert, nach 45 Jahren Versöhnung mit meiner Mama, mit seiner Schwester. Und so arbeiten wir uns jetzt an dem Kreuz entlang. Vergeben. Mein Onkel, also von dem habe ich ja gestern erzählt, von Onkel Heinz, der damals Franz in der Toilette eingesperrt hat. Ja. Die Leute, die nicht wissen, was geht, redet mit den Leuten, die gestern da sind. Ich hatte den coolsten Onkel auf der ganzen Welt. Er war Google und Wikipedia in einer Person. Ja. Er wusste alles. Ja. Zumindest hat er so getan, als er alles wüsste. Ja. Ja. Und mein Onkel Heinz hat mir 2006 gesagt, du musst deinem Vater vergeben. Und weil Onkel Heinz ja immer recht hatte, bin ich dann irgendwann mal zu meinem Vater. Mein Vater lebte damals in einer Kneipe in Zimmer Nummer 5 im Gasthof zum Bärenwirt in Bopfingen. Aber da habe ich ihn nie besucht in dieser kleinen Drecksbude. Ja. Und warum rede ich so deutlich? Weil die Bibel es auch macht übrigens. Weil mir schlaue Leute gesagt haben, die Bibel besteht zu 70% aus Lebensgeschichten. Und da steht circa 900 Mal das Wort Herz drin. Also erzähle ich meine Geschichte mit Herz, meine Geschichte aus meinem Leben. Ich weiß nicht, ob das dein Weg ist, ja? Ob du diese Wege gehen musst, der Vergebung, der Versöhnung wie ich. Frag mich auch nicht, was würdest du an meiner Stelle tun? Ich kann dir nur sagen, was ich getan habe und was ich tun würde. Und wenn manchmal auch Dinge dabei sind, die traurig sind in meinen Vorträgen, es ist meine Geschichte. Sie haben mich eingeladen, um meine Geschichte zu erzählen, mehr kann ich ja gar nicht. Und ich bin dann zu meinem Vater gegangen, aber nicht in die kleine Bude, sondern ich habe ihn immer abgepasst, wenn er irgendwo draußen auf der Straße unterwegs war. Er hat ja nie gearbeitet. Mein Vater ging schon, ich habe meinen Vater nie erlebt, dass er eine Arbeitstasche nahm und aus dem Haus ging und zum Arbeiten ging. Habe ich nie erlebt, mein ganzes Leben nie. Er ging jeden Morgen in die Wirtschaft. Versteht ihr Wirtschaft?
Und manchmal, wenn die Leute mich fragten, was ist dein Vater vom Beruf, dann habe ich gesagt, Wirtschaftsprüfer. Ja. Ah ja. Er hat ja alle Wirtschaften geprüft bei uns und für gut befunden. Und eines Tages sage ich meinem Vater draußen auf der Straße und dann habe ich gesagt, Vater, ich vergebe dir. Und dann ging es rund. Mein Vater schaut mich an und sagt, wie? Wie du mir vergeben? Für was denn? Und dann habe ich den Revolver geladen und dann fing ich an zu schießen. Ich habe ihn sämtliche Sachen um sein Herz, um seine Ohren geschossen, wo er mir wehgetan hat. Du hast mich angespuckt, du hast mich getreten, du hast mich geschlagen, du hast mich auf die Straße getrieben. Mit allem, was ich ihm aufzählte, desto schlimmer wurde es zwischen uns. Er hat zurückgeschossen, er hat sich betäubt und ist geflüchtet, wie sein ganzes Leben. Und danach war der Streit noch größer und ich habe mir gesagt, ich schlüpfte in meine Opferrolle und habe mir gedacht, ich habe es doch nur gut gemeint. Jetzt habe ich ihm vergeben, jetzt ist der Streit noch größer als vorher. Immer wieder in den letzten Jahren, bevor ich mich versöhnte, vor 2007, habe ich meinem Vater gesagt, hör auf zu saufen. Hat er aufgehört? Nein. Noch mehr getrunken. Fang doch mal an zu beten. Ach, wo ist denn dein Gott? Und als ich ihm sagte, Mensch, benimm dich doch anständig. Da hat er noch mehr geschrien, noch mehr gestritten. Ich habe es nicht verstanden. Und doch habe ich mir vorgenommen, im Jahre 2006, du schenkst ihm was zu Weihnachten, weil du bist Christ. Und als Christ schenkt man sich was. Also habe ich ihm so Weihnachtskekse geschenkt und ein billiges Rasierwasser. Wenn du keine Ahnung mehr hast, was du dem Papa oder dem Opa schenkst, ein Rasierwasser geht immer. Oder eine Krawatte. Ja. Ja. Jetzt denken sich alle, ich habe letztes Jahr eine Krawatte bekommen. Und ein Rasierwasser. Ja, wenn es in Liebe ist, passt es ja, ja. Und im Januar 2007 sehe ich meinen Vater und er schreit quer über die Straße, die alten Kekse kannst du in Zukunft selber fressen. Und ich schrie zurück, du undankbarer Mensch, ich will nie wieder Kontakt mit dir haben. Und heute weiß ich, was er mir sagen wollte. In seinem Schreien wollte er mir Folgendes vermitteln. Ich war jedes Weihnachten allein. Ich wäre so gern bei dir gewesen, weil ich dich liebe. Aber diese Sprache hat ihm niemand beigebracht. Und mir hat niemand beigebracht, diese Sprache zu verstehen. So hatten wir beide Sehnsucht, aber wir konnten nicht darüber sprechen. Und ich möchte euch sagen, wenn Menschen euch mal anschreien oder beleidigen, ich glaube, sie wollen dir was ganz anderes sagen. Und wenn du andere Menschen anschreist und beleidigst, sag ihnen doch, was wirklich ist, dass du sie vermisst, dass du manchmal traurig bist, dass du Sehnsucht nach Liebe hast, nach einer Umarmung. Sag es ihnen doch. Was machen wir von Aufstand für diese 70, 80, 90 lächerlichen Jahre? Unser Leben ist wie Rauch, der nur kurz am Himmel zu sehen ist und dann ist schon wieder vorbei. Lasst uns Rauchzeichen von Liebe geben. Ich bin meinem Vater dann aus dem Weg gegangen. Am 5. Mai 2007 habe ich zum zweiten Mal geheiratet. Einen habe ich nicht eingeladen. Den Störenfried. Und als wir im Hotel Sonne in Bopfingen feierten, mitten in der Stadt, da haben wir 120 Gäste vorgestellt, aber einen nicht. Ein Tischkärtchen hat gefehlt. Und irgendwann mal zu später Stunde schaue ich zum Fenster rüber. Da steht mein Vater am Fenster. Die ganze Zeit. Ich musste mich betäuben in dieser Nacht. Ich konnte den Anblick an dem Fenster nicht mehr ertragen. So trank ich einen Schnaps nach dem anderen. Aber das Gesicht am Fenster blieb. Und irgendwann habe ich die Position im Raum gewechselt, damit ich nicht mehr zum Fenster schauen musste. Ich glaube, mein Vater hat sich das ganze Leben lang betäubt, dass er das Fenster zu seiner Seele nicht betrachten musste. Und so habe ich mich an diesem Abend betäubt. Ich weiß nicht, wie lange mein Vater an diesem Fenster gestanden ist, aber heute weiß ich, wie kaum zuvor in meinem Leben, wir können auch schuldig werden an Liebe, die wir nie gebracht haben. Diese Liebe bereuen Sterbende am meisten. Im November 2007 fuhr ich durch meine Stadt
Früher habe ich diese Stadt gehasst. Als mein Vater und ich uns versöhnten, habe ich dieses Dorf lieb gewonnen. Ich liebe diese Menschen. Ich könnte manchmal von Haus zu Haus gehen und klingeln, egal wer da rausschaut, ich könnte sie einfach in den Arm nehmen und gesund lieben. Ich fuhr durch meine Straßen durch und sehe meinen besoffenen Vater, Dienstagabend, 22 Uhr, und in meinem Herzen war, er stirbt bald. Mach Frieden. Und ich hatte keine Ahnung, wie man Frieden macht. In diesen Nächten habe ich gebetet, Gott, wie macht man Frieden? Eines Nachts habe ich geträumt, mein Vater wäre gestorben. Und am nächsten Morgen wusste ich mit 37 Jahren, was zu tun war. Ich habe keine Liebe empfunden an diesem Morgen. Einer hat mich mal gefragt, ist es da nicht gelogen und geheuchelt? Nein, ich habe an diesem Morgen beschlossen, ihn zu lieben, auch wenn ich es nicht fühlte. Mein Vater wohnte 140 Meter von mir weg. Oh, ich war in Mexiko, in Afrika, in New York, in London, überall. Aber nicht in Zimmer Nummer 5. Und so ging ich den schwersten Weg meines Lebens. Der schwerste Weg unseres Lebens kann wirklich sein zu deinem eigenen Fleisch und Blut, zu deinen Freunden, zur Verwandtschaft, zu deinem Nachbarn. Und wir wollen gleich das Klima verändern. Ich bin auch Klimaaktivist, habe ich schon gesagt. Ich wünsche mir ein besseres Klima, dort, wo Menschen sich begegnen. Ich wünsche mir, dass im Nahen Osten und wo immer in dieser Welt, in der Ukraine, nicht mehr geschossen wird. Aber lasst uns doch anfangen, nicht mehr im Internet zu schießen und am Arbeitsplatz mit Worten. Hören wir doch mit diesen Schießereien erstmal auf, bevor wir gleich das ganze Universum verändern wollen. Fangen wir doch im Kleinen wieder an. Und so ging ich den schwersten Weg meines Lebens. Und ich klopfte an Zimmer Nummer 5 und mein Vater war schwerhörig und dann ging ich rein. Und da stand er in seiner Bude drin, mit geballten Fäusten. Und das Erste, was ich sagte, war Papa. Damit habe ich ihm signalisiert, jetzt ist dein Sohn gekommen. Papa, wie schön, dass wir Christen beten können. Papa, aber lieber Vater, unfassbar. Das heißt, ich bin dein Kind, das Familie. Deshalb gibt es übrigens Gangs, Rockerclubs, Banden, alles, weil sie immer Sehnsucht nach Familie haben. Auch sie sprechen von Brüdern und Schwestern. Sie sprechen von der Familie. Weil wir im Grunde genommen Sehnsucht nach Jesus Christus haben, der uns den Weg zur Familie wieder bereitet hat, durch sein Blut. Und ich ging da rein und habe gesagt, Papa, ich wollte dir nur sagen, wie sehr ich dich liebe. Und ich bitte dich, vergib du mir. Oh, da kamen Menschen her, die haben später gesagt, wie? Der hat dich getreten, geschlagen und bestuckt. Ja, hat er alles gemacht. Und wenn ich nur einen Fehler gemacht habe, nur einen einzigen und der andere 10 Millionen, dann geh hin und bitte um Vergebung für diesen einen Fehler. Und du wirst keinen einzigen Menschen wegtreiben, keinen einzigen. Und das habe ich getan, vergib du mir. Und da kommt mein Vater nach 10 Sekunden, Finger an zu sprechen und sagt, du kommst zu mir? Sag ich, ja, Papa. Warum? Sag ich, ich wollte dich immer verändern. Damit ist Schluss. Ich liebe dich. Du kannst weiter saufen, ist völlig in Ordnung. Du kannst auch weiter in der Stadt erzählen, was für ein Versagersohn du hast. Es ist in Ordnung, auch wenn es mir weh tut. Aber es ändert nichts an meiner Liebe. Ich liebe dich. Nicht das, was du tust, was du nicht tust. Da hinten waren 2 Jungs, einer ist noch da, der Raphael. Da gibt es noch einen Jungen, der heißt auch Raphael, der ist 2 Monate alt. Seine Mama heißt Timea. So möchte ich wieder werden. Gestern habe ich gesagt, ich möchte wieder glauben wie ein 6-7-Jähriger. Nein, ich möchte so werden wie Raphael, mit 2 Monaten. Ich möchte mich geborgen in den Armen meines himmlischen Papas wissen. Und wenn ich schreie und wenn ich, egal was ich mache, selbst wenn ich die ganze Windel verkacke, selbst wenn ich mein Leben verkacke, er hält mich. Er hält mich. So ist die Liebe Gottes. Wer es nicht verstanden hat, der guckt, wie Timea ihren kleinen Sohn hält. So möchte Gott dich halten. Und wie strampeln wir und schreien wir. Und je älter das wir werden, desto schlauer werden wir. Und eigentlich möchte ich nur werden wie Raphael. Aus dem Munde kleiner Kinder und Säuglinge wird ihr höchstes Lob zuteil, hat Jesus Christus selber die Psalmen zitiert. Als ich das meinem Papa sagte, ich liebe dich, so wie du bist,
Da kam er nach einiger Zeit her und packte mich hier am rechten Oberarm und hat gesagt, ich habe dich auch immer lieb gehabt, aber ich konnte es dir nie zeigen. Von diesem Tag an hatten wir Tischgemeinschaft. Von diesem Tag an hat er mir von seinem Leben berichtet. Und heute verstehe ich ihn. Jahrgang 41, der Vater war im Krieg. Als mein Papa geboren wurde, wurde der Papa eingezogen von meinem Papa. Er kam 1948 aus russischer Kriegsgefangenschaft zurück. Opa hat nie meinen Papa in den Arm genommen. Er hat nie gesagt, ich liebe dich, ich bin stolz auf dich. Er hat ihn blutig geschlagen. Und ich verstehe meinen Papa. Verstehen bedeutet aber nicht einverstanden sein. Heute weiß ich habe den besten Papa gehabt auf der ganzen Welt, der er sein konnte. Er hat mir seine Liebe gegeben, die er hatte, auch wenn es nicht viel war. Und doch war es alles, was er hatte. Mein Vater hat in dieser Zeit der Versöhnung, in diesen 2,5 Jahren, Jesus Christus kennen und lieben gelernt. Und seine Bitte am Schluss war, erzähl den Leuten unsere wahre Geschichte, damit sie sich verstehen lernen, versöhnen und dass sie Jesus kennen und lieben lernen. Mein Vater hörte zu saufen auf. Er versöhnte sich mit Menschen. Als ich nichts mehr sagte, hörte er auf zu trinken. Als ich ihn nicht mehr anbettelte, sei anständig, versöhnte er sich. Und als ich nichts mehr einforderte, er sollte beten, da fragte er mich von ganz alleine, betest du mit mir? Ich bin der festen Überzeugung, dass Liebe das Schöne aus einem Menschen herausliebt. Und manchmal, ihr Lieben, so denke ich halt, wenn wir zu viel von Gott und von Jesus quatschen da draußen, es kann sein, dass du Leute wegtreibst. Es ist dein Leben. Dein Herz, das Leuchten in deinem Gesicht, die Freundlichkeit, ob du eine Tür aufhältst, einen Platz anbietest und ob du einen Arm nehmen kannst und ob du dem Frieden zu Hause nachjagst. Und an dieser Liebe, wenn ihr einander liebt, wird die Welt erkennen, dass ihr zu mir gehört. Das Letzte, was mein Vater von mir hörte, war, ich liebe dich. Und schaut mal her. Es war 11.30 Uhr, als mein Vater und ich uns ein letztes Mal sahen. Das ist seine Armbanduhr, die trage ich manchmal. Früher konnte ich den ganzen Kerl nicht ertragen. Heute trage ich manchmal seine Uhr, sie ist stehen geblieben. Um 11.30 Uhr. 11.30 Uhr. 11.30 Uhr erinnert mich an die Endlichkeit und an die Zerbrechlichkeit des Lebens. 11.30 Uhr erinnert mich daran, was Paulus an die Kolosser schrieb, nutze die Zeit, die dir geschenkt wurde. Du musst sie dir nicht mal nehmen, die ist dir schon geschenkt. Und 11.30 Uhr erinnert mich daran, was mir eines Tages ein Mann sagte, mein Papa ist gestorben vor 3 Tagen. Hätte ich deinen Vortrag vor einer Woche gehört, dann wüsste ich, was ich heute zu sagen hätte. Wir haben uns nie versöhnt. Und ich habe ihm nie gesagt, dass ich ihn liebe. Ich habe meinen Gottesdienst gehalten zu diesem Thema in Thayingen, hier in der Schweiz. Nach meinem Vortrag steht eine 76-jährige Frau auf und sagt, jetzt gehe ich nach Hause zu meinem Bruder, er ist 83. Heute mache ich Gottesdienst draußen. Ich habe ihm noch nie gesagt, dass ich ihn liebe. Jetzt fahre ich zu meinem Bruder. Zum ersten Mal in meinem Leben werde ich ihm sagen, dass ich ihn liebe. Und wenn wir Christen nicht mehr über Liebe sprechen können, über den Gott der Liebe, wer dann? Das war die Geschichte von der Bitte um Vergebung. Die zweite Geschichte, vergib. 3 Monate, nachdem mein Papa gestorben ist, hatte meine Frau einen fürchterlichen Autounfall. 50 bzw. 70 Stundenkilometer waren an dieser Straße erlaubt und ein junger Mann fuhr mit ca. 125, 140 frontal in das Auto meiner Frau. Er tötet unsere Freundin, Mutter von 5 Kindern. Meine Frau bricht sich über 50 Knochen. Verliert 3 Liter Blut, kämpft um ihr Leben. Übrigens, wenn du jetzt Jesus nicht hast, dann hast du ein Problem. 2 Stunden fuhr ich von Nürnberg bis nach Aalen, nicht wissend, ob meine Familie noch lebt, aber ich wusste, dass jemand im Auto gestorben ist. Da brauche ich kein höheres Wesen. Universelle Energie, Daumen drücken, toi, toi, toi. Diesen Kram brauche ich nicht. Ich brauche auch keine komischen Verrenkungen mit Atemtechniken. Nicht die Haltung meines Körpers ist wichtig, sondern die Haltung meines Herzens. 2 Stunden habe ich im Auto gebetet. Meine Frau hat überlebt. Musste sich 1 Jahr lang ins Leben zurückkämpfen. Ich lebte in der Nähe des Krankenhauses bei meinen Schwiegerleuten, 25 Kilometer von uns weg. Einen Tag vor der Beerdigung unserer Freundin
fuhr ich nach Hause, um meine Klamotten zu wechseln. Als ich eine innere Stimme hörte, du gehst jetzt zu diesem jungen Mann, der den Unfall verursacht hatte, und du gehst hin und vergibst ihm. Alles in mir hat sich gewehrt. Mein Herz tobte, aber ich war gehorsam. Dieser junge Mann war unverletzt, während meine Frau um ihr Leben kämpfte, während die andere zur Beerdigung vorbereitet wurde, fuhr ich zu dem Unfallverursacher. Ich klingelte an seiner Bude und er öffnete mir und erkannte mich und breitete die Arme aus und sagte, Herr Stahl, Sie können alles mit mir tun, was Sie wollen. Sei, das ist gut. Bin gekommen, um für dich zu beten und um dir zu vergeben. Hier war die Schuld hundertprozentig. Hier musste ich nicht um Vergebung bitten. Bin nie schuldig geworden an diesem jungen Mann. Die Schuld war 100% bewiesen. Ich bin gekommen, um dir zu vergeben. Er bittet mich in seine verdunkelte Bude herein. Er hatte schlimmste Gedanken und hat gesagt, ich verstehe sie nicht. Während wir Tischgemeinschaft hatten, fragt er mich, warum kommen Sie zu mir? Ich habe Menschen getötet und Ihre Frau kämpft eben um ihr Leben und Sie vergeben mir. Warum? Ich verstehe es nicht. Ich habe gesagt, ich kann dir das erklären. Ich kann kaum noch schlafen. Ich habe immer Angst, wenn das Telefon klingelt. Und wenn es nicht klingelt, habe ich auch Angst. Ich habe kaum noch Kraft. Und wenn ich jetzt anfange, dich zu hassen, dann verliere ich die letzte Kraft. Ich vergebe dir nicht, damit du frei bist. Ich vergebe dir, damit ich frei bin. Ich bin frei. Wenn du vergibst, du entlässt dich in die Freiheit. Und ihr Lieben, ich habe immer noch Angst, wenn das Telefon klingelt. Yolanda, seit 14 Jahren. Und nachher, wenn ich hier fertig bin, werde ich meiner Frau eine WhatsApp schreiben und ich werde ihr die bescheuerte Frage seit 14 Jahren stellen, ist alles okay? Aber wenn ich zu Hause bin und es Martinshorn ertönt, die Familie ist nicht da, dann rufe ich allen hinterher, bis ich alle erreicht habe. So kaputt ist mein kleines Herz noch. Ich weiß, bei Bundesliga-Christen kommt es nicht so gut an, weil sie sagen, oh, in der vollkommenen Liebe ist keine Furcht. Also ich bin ja Kreisliga-B-Christ. Ich bin ja vom Christendingens her, von der Gliederung ganz unten. Aber ich habe keine Angst mehr, das zuzugeben. Vor 5 Jahren habe ich genau das in einer Gemeinde in Stuttgart erzählt, als eine Frau weinend danach zu mir herkommt und sagt, ich danke dir, dass du offen dein Herz gezeigt hast. Sag ich, was ist passiert, liebe Frau? Meine Tochter ist bei einem Autounfall tödlich verunglückt. Nach 2 Jahren kamen Mitglieder aus der Gemeinde her und haben gesagt, jetzt musst du doch langsam einen Frieden haben. Du weißt doch, wo deine Tochter ist. Verlier doch die Angst. In der vollkommenen Liebe ist doch keine Furcht. Und dann sagt die Frau zu mir, dann habe ich nie wieder über mein Herz gesprochen. Nie wieder. Ich wollte doch dazugehören. Ich habe doch Jesus lieb. Aber alles hat seine Zeit. Und der Geist Gottes verändert uns. Er hat uns nicht auf einmal verändert, es ist ein Prozess. Und er führt uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und dieser Prozess geht so lange, aus meiner Sicht, bis wir in seinen Armen sind. Ich habe die Freiheit, über das zu sprechen, was nicht in Ordnung ist. Seht ihr, der Kleine schreit auch gerade da hinten, ja? Ich auch. Ich schreie auch zu Gott. Warum ist das so und das? Und ich kriege keine Antwort. Aber ich schreie halt. Und er lässt mich nicht fallen. Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Die Bitte um Vergebung. Dann kommen wir noch zur Vergebung Gottes. Das ist das Schönste. Und dann zu der Vergebung, dass du dir selber vergibst. Die Vergebung Gottes kann ich mit einer kleinen Geschichte ganz schnell erzählen. Vor 8, 9 Jahren hat mich eine Frau, damals Anfang 50, kontaktiert, gute Bekannte von mir, und sie hat gesagt, Micha, mein Papa liegt im Sterben, er ist über 80, er redet nicht gern über sein Herz, über seine Gefühle, und mit Jesus geht er, glaube ich, auch nicht, ich weiß es eigentlich nicht. Ich nenne diesen Mann jetzt Fritz, und als der Fritz von seinem Arzt erfahren hat, dass er Krebs hat, da hat er geschrien, ich brauche keinen Krebs! Solange ich schaffen kann, bin ich gesund. Er war ein Macher, er war selbstständig, er war erfolgreich. Und irgendwann hat der Arzt gesagt, Fritz, jetzt kannst du es raussuchen, bei mir sterben, im Krankenhaus oder zu Hause. Und dann sage ich, dann gehe ich nach Hause. Und seine Tochter hat gesagt, ich komme nicht an ihn ran, ich weiß nicht, was ihn umtreibt. Dann hat sie mir geschrieben,
Er mag dich, Micha. Die Verwandtschaft möchte er nicht mehr sehen. Aber wenn du ihn besuchen würdest, es würde ihn freuen. Dann habe ich Fritz besucht. An einem Samstagnachmittag. Samstagmittag. Er saß neben seinem Sterbebett und schaute zum Fenster raus. Und seine Augen waren voller Sehnsucht. Als wir alle oberflächlichen Gespräche abgearbeitet haben, Fußball und Wetter, da habe ich ihn gefragt, Fritz, jetzt geht's ans Sterben. Wo gehst du denn hin? Dann hat er mir gesagt, ich habe keine Sicherheit. Ich weiß nicht, Micha. Und dann habe ich ihm von meinem Erlöser berichtet. Von meinem Erlöser. Der sein Leben gab, damit du lebst. Der seine Würde verschenkt hat, nackt am Kreuz, damit du deine Würde findest. Der Ja gesagt hat zu dir, damit du Ja sagst zu ihm. Und das Herz von Fritz wurde berührt. Und ganz zum Schluss, nach 45 Minuten, fragte ich Fritz, kann ich noch irgendetwas für dich tun? Dann fragt er mich im schönsten Schwäbisch, und wenn er es nicht versteht, übersetze ich sehr gerne. Tätsch noch für mich beten? Ich übersetze. Tätest du, beziehungsweise würdest du, für mich beten? Sei das machen, Fritz. Händchen haltend. Da habe ich gesagt, und wenn das deine Meinung ist, was ich jetzt sage, wenn es dein Herz mitbeten kann, dann darfst du es mitbeten und laut nachsprechen. Ich werde dieses Gebet jetzt sprechen, was Fritz mit Gott versöhnte und Frieden brachte in sein Leben. Und wenn du möchtest, kannst du im Stillen mitbeten. Wer möchte, sogar laut. Aber ob still oder laut, Gott hört dein Gebet. Wir hielten Händchen. Wie oft habe ich in meinem Leben keine Nähe zulassen können, weil ich so oft verprügelt wurde. Nähe hat für mich bedeutet, ich gebe dir Macht, mir weh zu tun. Deshalb verstehe ich Menschen, wenn sie sich zurückziehen in ihr Schneckenhaus. Deshalb verstehe ich, ich kann dich so gut verstehen. Du möchtest nur nicht, dass dir wieder jemand weh tut. Und Fritz konnte auch keine Nähe zulassen. Und wir zwei hielten Händchen. Seine zwei Hände lagen in meinen Händen. Und dann betete ich. Lieber Jesus, leider ist mein Leben nicht so gelaufen, wie du es geplant hast. Ich habe in vielen Dingen Glück und Anerkennung gesucht. Doch nirgendwo wurde meine Sehnsucht gestillt. Ich habe gehört, dass du für meine Schuld gestorben bist. Für all die Liebe, die ich nie brachte. So lade ich dich jetzt ein in mein Herz. Fülle es aus mit deiner Liebe und liebe mein kleines, krankes Herz gesund. Und ich bekenne, von nun an bist du mein Gott, mein Herr und mein Freund. Bleibe bei mir die Tage, die ich noch habe. Und wir weinten. Wir weinten. Seine Tochter hat gesagt, ich habe meinen Vater nie weinen sehen. Doch, wir weinten. Und echte Männer können weinen und beten. Und dann habe ich mich verabschiedet und habe noch gelächelt und habe gesagt, Fritz, jetzt ist es sicher. Jetzt ist die Tür zum Paradiese offen. Ich war schon 2-3 Meter von ihm weg, als mir aufgefallen ist, ich habe ihn noch gar nicht geknuddelt. Weil eine Umarmung ein Stück vom Himmel ist. Auch wenn sie uns 3 Jahre gesagt haben, das wäre falsch, das interessiert mich nicht. Kein Mensch wird mich davon abhalten, einen Sterbenden zu besuchen. Und keiner, kein einziger wird mich abhalten, einen anderen in den Arm zu nehmen. Denn Tante Wilma, die den Krieg noch erlebt hat, die jetzt 86 ist, die hat mir 3 Dinge gesagt, was sie gemacht haben, als ihr Dorf beschossen wurde. Sie haben sich versammelt, Punkt 1. Punkt 2, sie haben sich an den Wänden festgehalten. Und Punkt 3, wir haben gesungen und gebetet, weil diese 3 Dinge in den tiefsten Nöten ihres Lebens, in der größten Furcht, ihnen Sicherheit gab. Versammeln, in Arm nehmen und singen und beten hat man uns verboten. Nie mehr. Ich nicht. Ich war nie dabei. Ich habe alles befolgt, aber diese Dinge nicht. Kann ich gar nicht. Ich werde jeden Menschen in den Arm nehmen. Jeden. Egal, wie dreckig, wie verrotzt, wie verseucht und wie verschissen er ist, ich werde ihn in den Arm nehmen, weil das das Evangelium ist.
Und so knuddelte ich Fritz. Übrigens, solange man singt, kann das Gehirn sich keine Gedanken um Angst machen. Deshalb singt Timea, wenn sie Raphael auf dem Arm hat. Deshalb singen wir am Bett von Sterbenden. Deshalb marschieren Soldaten singend in den Krieg, weil sie dann keine Angst haben. Singt dem Herrn ein neues Lied. Ich bin dann gegangen, nachdem ich habe ihn von hinten geknuddelt, ich habe ihn total überrascht, den Fritz. Von hinten habe ich ihn geknuddelt, unsere Tränen, unsere Wangen bebten aneinander. Bebten, versteht ihr, bebten? Klebten. Ja. Dann bin ich gegangen. Am Abend schrieb mir seine Tochter und sagt, Micha, Sprachnachricht, ich weiß nicht, was heute passiert ist mit meinem Papa. Heute, nach 52 Jahren, hat er mir zum ersten Mal gesagt, dass er mich liebt. 4 Tage später ist er in den Himmel gegangen. Und seine Tochter hat gesagt, mit einem Strahlen. So wie Oma Elisabetha am 8. Februar 1984, als sie den Heiland, den Himmel offen gesehen hat, hat sie gestrahlt. Denn die auf Gott schauen, werden leuchten wie die Sonne. Und als letztes sich selber vergeben, im Einklang mit der Vergebung Gottes, und dann bin ich fertig. Ich hatte am 21. Februar 2018 einen schweren Herzinfarkt, mitten beim Frauenfrühstück. Kann ich diese Geschichte noch erzählen oder muss ich auf Zeit? Ich glaube, ich habe bis 11 Uhr Zeit, gell? Ja? Also lasst mich das noch ganz kurz erzählen, gell? Weil am Schluss möchte ich noch was vorlesen und beten. Ich gucke jetzt nicht mehr auf die Uhr, ich sage es einfach, gell? Wenn es zu viel ist, dann soll die Security mich rauszerren, ja? Ja? Am 21. Februar 2018 hatte ich also keinen Herzinfarkt beim Männervesper, sondern beim Frauenfrühstück. 35 Frauen im Alter zwischen 70 und 87 waren anwesend. Ich stand oben auf der Bühne, da waren immer so 6er, 7er Tische, ja. Und dann stehe ich auf der Bühne, ich habe auch so einen Redepult gehabt, und dann merke ich, wie schwer mir wird. Ein unfassbares Gefühl, ich habe die Kontrolle über mich verloren. Und wenn du ganz viel Gewalt erfahren hast, musst du immer Kontrolle haben, immer. Immer. Ich muss auch immer so sitzen, dass ich niemanden im Rücken habe. Ich kann das nicht ertragen. Das sind meine Verletzungen, die ich noch mit mir rumtrage. Und dann bin ich von der Bühne runtergestolpert und saß hier am Eck an einem Tisch. 35 Augenpaare schauen mich ganz komisch an, bis eine Minute später mich eine über 70-jährige Dame fragt, gehört das zum Vortrag? Nein, gehört nicht zum Vortrag, ja. Dann bin ich runter vom, sage ich, brech gleich zusammen, dann bin ich die nächsten 2-3 Meter gekrabbelt, wie Raphael manchmal, vielleicht bald. Gekrabbelt, übrigens, ich glaube, dass Jesus auch krabbelte. Glaube ich schon, er wurde 39 Mal ausgepeitscht, gehst du nicht mehr aufrecht. Das heißt, wenn du keine Kraft mehr hast, wenn du mal krabbelst, der Heiland versteht dich. Wenn sie dich schlagen und wenn sie dich anspucken, er versteht dich. Wenn alle dich im Stich lassen, er versteht dich. Selbst wenn du krabbelst, wenn sie dir die Kleider ausziehen und dich auslachen, egal wo, beim Duschen, nach dem Mannschaftssport, egal. Er versteht dich, denn in der Bibel steht, sie zogen ihn aus. Auch das versteht er. Manchmal frage ich mich, wie kann man diesen Jesus nicht lieben? Wie geht das? Kann man es gar nicht mehr vorstellen, ohne ihn zu leben? Und dann lag ich und habe mir dann die Deckenbeleuchtung von der Gemeindehalle angeschaut, ja, super ausgesehen. Dann kam der Notarzt, dann haben sie mich in die Klinik gefahren, dann kam ich. Ich habe immer gedacht, ich habe so Kreislaufprobleme, ja. Und dann kam ich in das Herzkompetenzzentrum Deutschlands, Uniklinik Tübingen, die beste Herzklinik Deutschlands. Später hat man mir gesagt, wenn Herzinfarkt, dann bei uns. Woanders wäre ich vielleicht gestorben. Und dann haben die mir ruckzuck die Klamotten vom Leib gerissen. Ich hatte nur noch meine C&A-Socken an. Ich war nackig. Und ich sag's euch, da waren 3-4 Leute in dem Raum, da waren 1-2 Frauen dabei. Und ich, Blanco, Roberto Blanco. Und ich hatte ein Problem mit meiner Nacktheit. Ich habe mich so geniert. Aber in einer Sache war ich auf der sicheren Seite. Früher haben die Alten immer gesagt, zieh dir eine frische Unterhose an, es kann sein, du kommst mal ins Krankenhaus. Ja. Kennt ihr den Spruch in der Schweiz auch? Ja, ja. Wer kennt den Spruch? Und da war ich auf der sicheren Seite. Ja. Guckt immer, dass ihr eine frische Unterhose anhabt. Ihr wisst nie, was ist. Auf jeden Fall, dann kam ein Mann rein, weiße Schürze, ja, Schild hier. Und ich denke, er war Arzt. Ich habe nie mit ihm großartig gesprochen. Und meine erste Frage an den Doktor war, warum bin ich nackig?
Und da sagt er mir ganz kühl, Verdacht auf Herzinfarkt. Dann hat es wieder gerattert in meinem Hirn, das Herz ist ja da oben. Was machen die da? Da habe ich ihn gefragt, sage ich, für das muss man nackert sein, ich verstehe es nicht. Dann hat er gesagt, wir legen jetzt hier einen Herzkatheter, wenn es da nicht geht, dann über die Leiste. Und dann ist es bei mir angekommen. Herzinfarkt. Sind nicht ein paar Leute in meinem Dorf, in meinem Alter, gestorben die letzten Wochen? Und dann bekam ich Todesangst. Meine Bundesliga-Christen haben später gesagt, du musst doch keine Angst haben. Du weißt doch, wo es hingeht. Kreisliga B-Christ. Ich habe nicht viel aufzuweisen. Ich glaube, wenn er alles von mir wüsste, hätte er mich eh nicht eingeladen. Und doch stehe ich hier und darf über das bisschen Liebe reden, was ich habe. Und dann war die Diagnose fest, dann hat er noch zu mir gesagt, Herzkatheter da und da. Und dann habe ich gesagt, wie, ein Kabel durch den Leib? Das möchte ich nicht. Dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, dann werden Sie sterben. So, und das ist der Letzte hier, versteht. Ich gab einem Mann, den ich nicht kannte, die Genehmigung, ganz nah an mein Herz zu kommen. Das ist das Evangelium. Das ist die frohe Botschaft Jesu Christi. Er hat schon alles getan. Alles, was er braucht, ist dein Einverständnis, dass er dein Herz gesund lieben kann, weil er der Kardiologe aller Kardiologen ist. Und dann habe ich gebetet. Wisst ihr, wie viel Uhr es war, als mein Leben gerettet wurde? Es war der 21. Februar 2018, der Tag, als Billy Graham starb. Fast wäre ich mit Billy Graham nach oben gegangen. Hey, Hammer, oder? Was denkst du, wie die da oben geschaut hätten? Hä? Wenn da geklingelt hätten, hätte ich gesagt, wer ist draußen? Billy Graham und Stahl aus Bockfinger. Wahnsinn, oder? Und ich weiß, dass Gott über meinen Blödsinn lacht. Ja? Er ist nicht so ernst wie wir Christen manchmal. Dem kann man lachen, wie ein Vater mit seinem Baby lacht. Und wie? Und ich hatte dann am 21. Februar 2018 nochmal Konfirmation. Das wie wo Tante Elfried und Onkel Heinz goldene Hochzeit feierten, dann haben sie sich nochmal das Jawort gegeben. Und seit dieser Zeit habe ich fast jeden Tag Konfirmation. Manchmal jeden Morgen und jeden Abend, bevor ich zu Bett gehe, zeige ich nochmal Ja zu meinem Gott. Er hat sich an mich verschenkt. Er hat mir vergeben. Er hat durch sein Leiden und durch sein Sterben mich mit dem himmlischen Papa versöhnt. Und deshalb habe ich mir gedacht, versöhne ich mich auch Stück für Stück mit mir selber. Das sind diese vier Vergebensarten. Die Vergebung Gottes. Es kostet dich nichts. Er sendet seinen Sohn. Wir nennen es Weihnachten. Und deshalb beschenken wir uns an Weihnachten als Erinnerung, dass Gott sich an uns verschenkt. Wenn er mir vergeben hat, möchte ich allen vergeben, die mir wehgetan haben. Nicht, um es gut zu heißen, sondern um selber frei zu werden. Und ich möchte die Größe und die Kraft haben, es so zu tun wie mein Herr, der gedient hat, der Füße hat gewaschen, obwohl er wusste, sie laufen alle weg. Der Frühstück gemacht hat für den einen, der ihn dreimal verleugnete und nach Liebe fragte. Und deshalb gehe ich zu den Leuten und sage, kannst du mir vergeben? Ich bitte dich um Vergebung. Und in diesen vier Vergebensarten steckt die unfassbare Macht der Versöhnung. Und in diesen vier Vergebensarten wurde mein Herz weich. Ich habe kein Herz mehr aus Stahl. Ich habe noch manche Baustelle. Aber Jesus ist dran, der Kardiologe aller Kardiologen. Und Yolanda, eins noch. Vielleicht gibt es auch noch ein paar andere außer dir und mir, die noch Angst haben. Nach meinem Herzinfarkt habe ich wochenlang schwerste Ängste gehabt. Ich war so gelähmt vor Angst, dass ich manchmal nicht meine Schuhe binden konnte. Und manchmal konnte ich keinen Tisch decken, weil ich überfordert war. Weil der Arzt gesagt hat, wenn es im Schlaf passiert wäre, wäre es gestorben. Konnte ich nicht mehr schlafen. 3-4 Wochen später kam ein fremder Mann, den ich nicht kannte, nach einem Gottesdienst auf mich zu und hat mir Folgendes gesagt. Kein Mensch wusste, dass ich Schlafstörungen hatte. Und jetzt habe ich wieder Gänsehaut. Und er hat gesagt, ich soll dir von Jesus etwas sagen. Ich bin da manchmal ein bisschen vorsichtig.
Weil damit kann man auch Menschen manipulieren. Da habe ich gesagt, und was musst du mir sagen von Jesus? Und ich weiß, dass es wirklich von Jesus kam. Ich sollte von ihm sagen, dass er im größten Sturm in einem kleinen Boot auf einem Kopfkissen geschlafen hat. Und ich soll dir ausrichten, dass da noch ein Platz für dich ist. Dass du mitten im Sturm auf seinem Kopfkissen zur Ruhe kommst. Und für jeden Menschen, der möchte, der kann heute auf diesem Kopfkissen zur Ruhe kommen. Und wisst ihr, warum ich das verstehen kann? Als meine Frau um ihr Leben kämpfte, war meine 16 Monate alte Tochter auf Normalstation. Wir hatten ein Zimmer in all den Nächten. Wir hatten ein Bett. Und wir hatten ein Kopfkissen. Und meine Tochter kam zur Ruhe. Wisst ihr warum? Trotz all ihrer Verletzungen. Weil der Papa mit auf dem Kopfkissen war. Papa war auf dem Kopfkissen. Gibt es noch einen Gott, der dir einen Platz anbietet auf seinem Kopfkissen? Ehrlich. Leben wir so, dass die Menschen merken, es gibt nur einen, der Früchte gemacht hat, der Füße gewaschen hat, der sein Leben gab, damit wir leben. Und es gibt nur einen, der dir Frieden anbietet, auf seinem Kopfkissen. Und so möchte ich am Schluss Barnabas, Sohn des Vaters. Habe richtig gelesen, gell? Des Trostes. Ach, Barabbas heißt Sohn des Vaters, gell? Barabbas. Du heißt Barnabas, gell? Ich habe mir mit Barnabas ausgemacht, dass er mich begleitet mit einer Melodie, die eure Seele streichelt und kein Heavy Metal. Ja? Und ich möchte euch zum Schluss von einem Kind vorlesen, das am 18.03.2016 gestorben ist. Sie hatte Jesus lieb. Den Kardiologen aller Kardiologen. Und sie hatte so Sehnsucht, dass Menschen Jesus kennen und lieben lernen und sich versöhnen. Und ihr war es so wichtig, dass Menschen sich versöhnen, bevor die Nacht anbricht, weil wir nie wissen, was morgen ist. Und sie hat im Sterben den Himmel offen gesehen. Und 2 Wochen bevor sie starb, hat sie sich taufen lassen. Und ich fragte sie, warum? Und sie sagt mir, für die sichtbare und unsichtbare Welt. Ich gehöre zu Jesus. Und wem gehörst du? Und ein paar Tage bevor sie starb, habe ich mit ihr telefoniert. Ich habe geweint am Telefon und habe zu ihr gesagt, sag ich, Maja, ich wünsche dir, dass du Jesus leibhaftig in deinem Zimmer spürst. Und sie flüstert mir mit letzter Kraft ins Telefon, er ist schon da. Jesus ist da. Wo immer du auch gerade eben bist, er ist schon da. Ich bin für dich da, ist da. Ich würde gerne ihre letzten Worte vorlesen. Ich bin erfüllt. Die Liebe Gottes füllt mich total aus. Und lieber lebe ich nur ein paar Jahre und weiß mich von Gott geliebt, als 100 Jahre ohne dieses Wissen. Und ohne diese Liebe. Es ist nicht wichtig, wie lange du lebst. Es ist wichtig, wie du lebst. Einen Vortrag beendete sie mit Lebt miteinander in Liebe. Einem alkoholkranken jungen Mann, der unter schwersten Depressionen litt und unter Spielsucht. Ihm hat sie gesagt, geh da raus und lebe. Auch ich möchte euch sagen, geh da raus und lebe. Einer 8. Klasse sagte sie in einem Schulgottesdienst, lauft draußen nicht ständig mit Kopfhörern rum und schaut bitte nicht ständig in eure Handys. Ihr verpasst das Rauschen der Bäume, das Singen der Vögel. Ihr verpasst einander. Ehrt eure Eltern und wertschätzt sie. Und vergesst nicht, auch sie haben es oft nicht einfach. Und dann ihre Bitte, was Oma Elisabetha immer und immer wieder an mich gerichtet hat. Versöhnt euch bitte nach jedem Streit. Noch bevor die Nacht anbricht, denn ihr wisst nie, was morgen ist. Und deine letzte Bitte an alle, die Jesus noch nicht kennen und lieben, noch nicht in ihr Herz eingeladen haben. Leg dein kleines Leben in Gottes weiche Hände. Lieber Jesus, du hast uns versprochen, dass wo 2 oder 3 in deinem Namen versammelt sind,
dass du da bist. Unser Friedefürst, unser Versöhner. Du siehst, wie es uns geht, wo wir noch Unvergebenheit in unserem Herzen haben, wo wir rebellieren gegen dich, gegen uns selber, gegen unsere Mitmenschen. Und du siehst, was die Rebellion mit uns selber, mit den anderen anrichtet. Und deshalb bitten wir dich, segne unseren Mund, damit wir über Liebe sprechen. Dass wir einander sagen können, ich liebe dich. Dass wir sagen können, ich vergebe dir. Dass wir vielmehr sagen können, bitte vergib du mir. Bitte segne unsere Hände und Arme, dass wir heute mit unseren Fingern die richtige Telefonnummer mit dem richtigen Text eintippen. Und segne unsere Arme, dass wir einander in den Arm nehmen können, damit der Himmel sichtbar, spürbar und erlebbar wird. Segne unsere Füße, denn wie lieblich sind die Beine des Boten, der Frieden bringt. Mögen deine Beine lieblich sein. Mögen deine Beine die Beine des Boten sein, der Frieden bringt. Bitte segne unsere Augen, damit wir tiefer sehen. Und segne unsere Ohren, dass wir hinter dem Geschrei dieser Welt die Schreie nach Liebe wahrnehmen. Und segne unser Herz, dass es dich einlädt und nie wieder gehen lässt. Und so segne uns und behüte uns der allmächtige Gott, der Vater aller Väter, der Papa aller Papas, ein Papa, wie kein Papa auf Erden es sein kann. Und es segne euch Jesus Christus, Herr aller Herren, König der Könige, Lamm Gottes, das hinwegträgt die Sünde der Welt, genialster Frühstückszubereiter, wunderbarster Fußpfleger aller Zeiten, Kardiologe aller Kardiologen. Und es segne euch der Heilige Geist, der spürbar mitten unter uns ist und heute führen möge. Und dass keine Macht des Bösen euch abhält, heute Liebe auszusprechen und den Weg der Versöhnung zu gehen, damit ihr wahrhaft frei werdet. Mannsein hat nichts mit Stärke zu tun. Mannsein hat mit Klarheit und mit Haltung zu tun. Es beginnt alles im Herzen. Die Handschlagqualität, das ist's. Das ist die Visitenkarte des Mannes. Aber ihr seht, diese Schutzräume sind überall, also diese Bunker. Ich glaube, dass Geld keine wirkliche Sicherheit gibt. Und Geld gibt auch keinen Halt. Sicherheit ist eine Illusion. Das ist der Haken. Ich kann jetzt sagen, wahrscheinlich hat mir Gott gefehlt. Ich wünsche mir, dass wir einfach dazu beitragen, einander gesund zu lieben. Und die Liebe liebt das Schöne aus einem Menschen heraus. Geht nach Hause und sagt euren Familien, wie lieb ihr sie habt. Auf was warten wir? Schokoladenersatz. Bring ich meine Frau mit. Hier kann man die Seerobbe machen. Oh, 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 oh.